Wie kam es eigentlich, dass ich angefangen habe zu filmen? Hallo und herzlich willkommen auf hebammenweisheit.de. Heute erzähle ich euch mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen, denn ich habe den Film wiedergefunden, den ersten Film, den ich ge gemacht habe. Und das ist jetzt mittlerweile 3 Jahre her, ungefähr 3 Jahre, das war im Frühling. Und da hatte ich schon den Plan, eben die vielen, vielen Fragen, die so kommen, während meiner Arbeit in Filmform zu beantworten und zur Verfügung zu stellen, kostenlos für Leute, die keine Hebamme gefunden haben, vornehmlich, aber auch für alle anderen. Und habe mich aber lange, habe das lange, ewig lange vor mir hergeschoben, überhaupt eine Aufnahme zu machen. Und dann bin ich irgendwann mit dem iPhone in der Hand und habe mir dann schon ein Stativ besorgt, wo man das so oben so reinklipsen kann. Und wollte aber auf gar keinen Fall beobachtet werden. Meine Tochter war okay und wir sind dann mit den 2 Hunden von der Nachbarin oben auf den Berg gestapft hinterm Haus und da war Ruhe, da war nur von weitem ein paar Wanderer und es war nicht so viel Nebengrundgeräusche und es war einfach ein netter Hintergrund, spielt ja auch immer irgendwie eine Rolle bei so einer Aufnahme. Und dann habe ich das Stativ da aufgebaut und dann habe ich experimentiert mit dem Mikrofon und mit Reinsprechen und mit der Sonne und mit Schatten und dann hat die Sonne geblendet und es waren Tränchen im Auge und. Also so die ersten Versuche, die man dann auch da teilweise wieder löscht und ein paar habe ich nicht gelöscht und es war so witzig, das zu sehen. Und dann die Hunde im Hintergrund und meine Tochter und der Frühling, also ich werde es nie vergessen. Heute ist es Routine geworden mit dem Film und ich habe es natürlich auch, weil ich so viele Aufnahmen mache, vereinfacht, auch vom Hintergrund her und so. Wenn ich kann, gehe ich raus, wenn schönes Wetter ist, ich die Zeit habe, weil ich das wahnsinnig schön finde draußen, dass auch das Ganze ein bisschen lebendig macht. Aber ich habe jetzt auch zu Hause mein eigenes kleines Studio aufgebaut und kann jederzeit was aufnehmen, wenn es notwendig ist und das macht einfach Spaß. Und warum erzähle ich euch das alles? Also ich bin eigentlich so ein Mensch, der gar nicht so technikaffin ist und so. Und mittlerweile ist es so, dass ich ganz fix diese Filme machen kann, dass ich die hochladen kann, dass ich in meinen verschiedenen Kanälen hin und her switche, dass ich Webseiten baue, dass ich die Filme da einbaue. Ich mache einen Film, schneide ihn, baue ihn ein, fertig. Alles ist ganz einfach geworden. Und wie kam das eigentlich? Weil ich habe mir das nicht vorstellen können. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich das jemals irgendwie so hinkriege. Ja? Und ich würde euch deswegen ganz gern für diejenigen, die sich interessieren dafür und die Lust haben, sowas auch mal zu machen oder die das Gefühl haben, sie haben eine Botschaft, die sie weitergeben möchten, euch einfach Mut machen, fangt einfach an. Ja, für manche ist es gut, wenn jemand gegenüber ist, wenn jemand filmt, dem man das dann erzählen kann. Das ist zum Beispiel echt, wie viele Filme habe ich aufgenommen, wo ich dann sozusagen das Bild vom iPhone reingesprochen habe, ja, so, statt in das kleine Loch von der Kamera. Das ist so unpersönlich, dieses kleine Loch von der Kamera. Wenn ich mich angucke, dann habe ich wenigstens mich, mit der ich sprechen kann. Wenn ich in das kleine Loch gucke, da ist dann nur ein kleines Loch. Aber da ist halt nun mal die Kamera. Und wenn ich möchte, dass ihr das Gefühl habt, dass ich euch sehe, dann spreche ich da rein, ne? Und ich stelle mir dann immer vor, dass es hinter dem kleinen Loch weitergeht und dass sich da die Welt auftut und dass da ganz viele Menschen sind, die mich dann durch dieses kleine Beobachtungsloch auch sehen können, wie so ein Schlüsselloch, ne? Also es ist eine Herausforderung, aber am Ende des Tages ist es leicht. Und wenn ihr Fragen habt dazu, dann hinterlasst ruhig mal einen Kommentar, ich werde darauf antworten. Und wenn ihr Interesse daran habt, sowas auch zu lernen und vor allem das zugehörige Webseiten bauen zu lernen, und das ist total einfach. Es ist super einfach, wenn man den richtigen Provider hat, also denjenigen, der einem sozusagen das Bauen erleichtert, der einem hilft, wie man das baut. Und ihr braucht für eine Website keine Tausende von Euro ausgeben dafür, dass jemand anders euch das macht und das dann so macht, wie ihr es nicht wolltet. Und ihr dann ständig was verbessern müsst und jedes Mal wieder was Neues zahlen müsst. Ihr könnt es alles selber machen. Die Bilder, die Filme, alles. Ja? Und da möchte ich euch Mut zu machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schreibt mir einfach mal. Ja? Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben.
Die E-Mail-Adresse ist, schreibe ich euch unten drunter. Und ich sage sie hier auch nochmal, das ist ordnen im Innern @t-online.de. Da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben und nachfragen. Dann kann ich euch da ein paar Tipps vielleicht geben, wie ihr das gut machen könnt. Es gibt dazu auch Webinare, also einfach, wenn es euch interessiert, meldet euch mal. Ja? Gut, es macht Spaß. Ihr könnt das, was ihr wisst und das, was ihr gerne anderen Leuten geben möchtet, so einfach in die Welt bringen. Und wenn ihr da ein bisschen Routine rein, ihr braucht auch nicht viel Equipment. Es braucht ein bisschen was, aber ihr braucht nicht viel davon. Das ist alles auch gar nicht so teuer. Dann möchte ich euch gerne Mut machen, euch auf die Socken zu machen, anzufangen. Also in diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße und wir sehen uns im nächsten Video durch dieses kleine Kameraloch. Bis bald, eure Levka. Ciao.